Und die Monster droppen ja hier, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, verschiedene... Oh Gott, ich habe ein episches Teil schon wieder gefunden. Wie geil. Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Legend Rise of the Phoenix. Ja, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal eine Legend-Folge gemacht habe. Das Problem ist, ich habe zwischenzeitlich mehrere Folgen aufgenommen. Nur leider konnte ich keine davon wirklich benutzen, weil entweder ich den TS offen hatte und die anderen zu laut waren oder, scheiße, egal, oder ich einfach Dinge gesagt habe, die ich nicht öffentlich hätte sagen sollen und deswegen die Folge nicht gebrauchen konnte. Ja, wie ihr seht, hat sich hier in meinem Häuschen so ein bisschen was getan. Ich habe meine kleine Oase hier, sag ich mal, ausgebaut. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Wasserfall, der darunter geht, habe hier meine Bläumchen und hier hinten ist so eine Art kleines ja, Übergangslager. Hier habe ich mir einen Mülleimer gebaut, der irgendwie meistens nicht mehr zugeht, sondern nur von der Seite. Und die zweite Etage ist momentan noch im Bau sozusagen und eine dritte gibt es noch nicht. Aber hier werde ich mir auf jeden Fall auch noch irgendwo ein Bettchen hinbauen, auch wenn wir hier im Prinzip kein Bett brauchen und es eigentlich nur so just for fun ist, aber... Egal. So, was ich eigentlich nur machen wollte ist, da ich jetzt momentan wieder Spätdienst habe und sehr wenig Folgen aufnehmen kann, überhaupt von irgendwas, wollte ich jetzt hier gerne nochmal eine kurze Folge Legend aufnehmen, indem ich so ein bisschen erkläre, was es mit dem ganzen Loot-System und so weiter und so fort auf sich hat. Ich habe ja in einer Folge schon mal versucht zu erklären, was es mit diesen Rüstungen und Rüstungsverzauberungen und so weiter auf sich hat. Ich weiß gar nicht, ob ich die Folge hochgeladen habe, wenn ich ehrlich bin. Lasst mich das mal ganz kurz checken. Moment. Nö, habe ich noch nicht hochgeladen. Das Problem ist aber auch einfach, dass die Folge mit Hackmi dazwischen kam und das dezent für Aufregung und bei mir auch ja, Aufregung halt gesorgt hat. Und ja, ich dann nicht mehr wirklich groß an andere Folgen gedacht habe. Es gibt jetzt aber, wer die Folge von Hackmi und mir noch nicht gesehen hat, schaut meine letzten Legend-Folgen an. Hallo Askaxacrafter. Schaut meine letzten Folgen mal an, da habe ich versucht, Hackmi hier herumzuführen und ihm die Stadt zu zeigen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ihr seht dann da auch warum. Und merkt auf jeden Fall auch, was genau da los war. Entsprechend dieser Vorfälle gibt es jetzt sogenannte Elfenregeln, um festzulegen, wie Elfen sich zu verhalten haben, sage ich mal, ne? Aufgestellt von König Jocki, hört auf ihn. die Elfenregeln besagen, Elfen sind Baumbewohner, Elfen halten sich nur sehr wenig Tiere, weil Massentierhaltung verboten und so, Elfen teilen, Elfen sind sozial, Elfen sind im TS gerne gesehen, Elfen hören auch ihren Anführer, auch im Kampf, also wir haben auch Kampfführer, die uns dann in den Außenposten kämpfen und im Nexus-Kampf vor allem auch führen sollen. Und auf die ist zu hören und nicht einfach irgendwelche eigenen Sachen hier aufzustellen, ne? Und so weiter. Elfen werfen nicht mit Eiern und Elfen angeln keine Elfen. Angeln bedeutet ja so viel wie festnehmen und so. So, es wird in naher Zukunft wahrscheinlich auch noch Besucherregeln geben. Die sind jetzt noch nicht aufgestellt worden, aber dann werden hoffentlich auch Besucher gestattet sein, solange sie sich eben an genau diese Regeln halten. Ja, ich habe noch ungefähr eine Stunde, dann muss ich los, deswegen, ich werde jetzt einfach mal in die Farmwelt mich verkrümeln hier. Das hier ist übrigens das Portal zur Nexus-Farmwelt. Wir haben den letzten Nexus gewonnen und dementsprechend haben wir die Farmwelt für 24 Stunden gehabt. Momentan funktioniert dieses Portal nicht mehr, weil wir die 24 Stunden natürlich schon um sind. Ich gehe jetzt dann halt in die normale Farmwelt. Tun. So, jetzt wird es hier wahrscheinlich gerade hell. Toll. Ja, seht ihr? Ja, hier laufen schon die Zandaren rum. Was ist das hier? Was da, was da, was da? RIP die Kartoffel, 20.05. Das war gestern. Okay. Sie war so jung und unschuldig.
Oh Gott, ihr seid so bescheuert. Ja, zum Loot-System. Es wurden 28 neue Loots quasi auf, ja, aufgepatcht. Wie sind das? So ungefähr. Und die Monster droppen ja hier, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, verschiedene. Oh Gott, ich habe ein episches Teil schon wieder gefunden. Wie geil. Droppen mir hier verschiedene, pfui, Rüstungsteile, die auch verschiedene Farben haben. Es geht von weiß über hellblau, dunkelblau, lila bis hin zu gelb. Weiß ist im Prinzip nicht wirklich wahnsinnig viel wert. Das sind so ganz normale Rüstungsteile, die man zwar auch identifizieren kann, wo es sich aber nicht lohnt. Identifizieren bedeutet so viel wie, auf den Rüstungen sind teilweise Verzauberungen drauf und sie sind entweder in gutem, in schlechtem oder in sehr gutem Zustand oder irgendwie sowas. Und wenn ihr sie identifiziert, dann erfahrt ihr den Zustand dieser Rüstung und die Verzauberung, die da drauf ist. Und zum Identifizieren braucht ihr aber Smaragde. Und die müsst ihr sozusagen schmieden. Es gibt Smaragde von Stufe 1 bis Stufe 5. Und je nachdem, wie gut die Rüstung ist, beziehungsweise welche Farbe die Rüstung hat, braucht ihr mehrere dieser Smaragde, beziehungsweise eine höhere Stufe des Smaragde. Autsch. Und die lilanen Sachen, jetzt will ich den Enderman eigentlich ungern angreifen. Autsch, autsch, nein, mein Schwert ist kaputt. Kleinen Moment, ich muss mich mal kurz zurückziehen. So, jetzt kann ich euch hier mal ganz kurz zeigen, ich habe jetzt einen hellblauen Brustpanzer, unidentifiziert. Ich habe mich noch gar nicht angezogen, fällt mir gerade auf. Sehr schön, das wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen. Ich habe einen hellblauen Brustpanzer unidentifiziert, den ich übrigens anziehen wollte, weil nur die Sachen, die wirklich ganz sind, kann man auch identifizieren. Dann habe ich dunkelblaue Schuhe unidentifiziert und ich habe einen lilanen Helm unidentifiziert. Für den hellblauen Brustpanzer brauche ich, glaube ich, einen Smaragd Stufe 1 nur. Für die dunkelblauen Stufe 2 und für die lilanen brauche ich schon Stufe 3. Autsch. Untersteh dich. Ich warne dich. Hey, ich wollte mein Schwert ausrüsten. Du Sackgesicht. So, jetzt stirb. Gefälligst. Los. Danke. Wie ich die mache, werde ich in einer gesonderten Folge wahrscheinlich nochmal erklären. Aber ich kann euch auch gerne hier unten auch mal eine Folge von Hackmi verlinken, wo er das Ganze nochmal erklärt hat. Natürlich möchte ich nicht immer nur die Videos von Hackmi nehmen, um meinen Abonnenten hier die ganzen Sachen zu erklären. Ich werde euch das natürlich auch, wie gesagt, selber in einem Video nochmal erklären. Ups, da. Und werde euch auch bei dem Identifizieren einmal mitnehmen, damit ihr mal ungefähr seht, wie das Ganze funktioniert. Beziehungsweise wie es im besten Fall funktionieren sollte. Wer diese Rüstungsgegenstände droppen möchte, beziehungsweise sammeln möchte, der muss hier natürlich ordentlich Monster kloppen. Eieieiei. Autsch. Oh, ich sterbe, ich sterbe. Nein, ich sterbe nicht. Ich darf nicht sterben. Ei, ei, Spinne, 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 Spinne. So, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, die Monster droppen auch diese Emeralds, also diese Smaragde. Man kann sowohl die gefundenen Smaragde als auch solche nehmen, die man selber erfarmt hat. Hallo, mein Freund. Also, so, wenn die Monster die Smaragde droppen, dann nennen die sich sogar gefundene Smaragde, kann ich euch gleich zeigen. Steht dann gefundener Emerald. Und wenn ihr die selber erfarmt habt, dann, also unten in den Minen selber gefarmt habt, dann sind das halt einfach nur normale Emeralds. Ja, mit diesen Smaragden könnt ihr dann die verschiedenen Identifizierungswerkzeuge herstellen. Irgendwie so. Ich muss mal ganz kurz hier in die Ecke verschwinden, damit ich nicht sterbe. Und euch noch ein bisschen was erklären kann. So. Jetzt hat er mir hier wieder geschrieben, glaube ich, ne? Danke, ich habe gestern 4 Stacks Eisen gespendet. Rate mal, wie viele ich jetzt noch habe. Guten Morgen ist gut.
Die verschiedenen Farben haben bei den Rüstungen natürlich auch zu bedeuten, dass es verschieden gute Rüstungen sind. Die weißen, habe ich ja schon gesagt, sind nicht wirklich besonders gut. Mr. Falk, ah ja. Die hellblauen sind schon was besser. Die sind meistens Kettenrüstungen und sind meistens auch irgendwie verzaubert. Die dunkelblauen sind Eisenrüstungen. Die lilanen sind die sogenannten epischen Ausrüstungsteile. Die sind meistens Diamant. Und dann gibt es noch die legendären. Ach, es gibt sogar noch mehr, weißt du? Hab ich schon wieder vergessen. Die legendären in gelb dargestellt. Was ist das? Schwert im Stein? Keine Ahnung. Die legendären in gelb dargestellt sind, können. Nein, doch. Können, glaube ich, alles sein. Und brauchen halt wirklich auch schon 50 Level, um identifiziert zu werden. Also es ist nicht wirklich ohne. Und dann gibt es noch die sogenannten Set-Teile. Die Set-Teile sind grün und sind die besten Gegenstände, die ihr hier in Minecraft Legend finden könnt. Autsch. Die Set-Teile, wie der Name schon sagt, gehören zu einem bestimmten Set. Wenn ihr dieses Set tatsächlich komplett zusammen habt, dann seid ihr quasi mit der besten Rüstung ausgerüstet, die ihr hier in Minecraft finden könnt. Set-Teile können natürlich auch Eisen sein. Genauso wie die legendären können, glaube ich, auch alles sein. Jedenfalls, wenn ihr eine solche Set-Rüstung zusammen habt, ist das besser als eine Dia-Rüstung. Also wenn ihr jetzt mit Full Dia in den Kampf geht, seid ihr trotzdem nicht so gut ausgerüstet wie jemand, der ein komplettes Set anhat. Ja, dementsprechend sind die Set-Teile natürlich wahnsinnig begehrt, aber leider auch sehr, sehr selten. Natürlich ist es unglaublich schwierig, hier ein Set-Teil zu finden und nochmal viel schwieriger, das gesamte Set zusammenzukriegen. So, jetzt möchte ich mich nochmal kurz hier mit den Jungs unterhalten. Ich glaube, das sind alles Jungs. Wie nein? Welches Schwert, hä? Ferien habe ich schon ewig nicht mehr. Gute Besserung euch beiden. Ach so, ja, genau, sind alle krank. Hast du einen Kanal? Ja, sicher. Ups. Kanala. Er hat einen Kanala. Ich habe es bisher noch nie geschafft, einen legendären oder einen Set-Gegenstand zu finden. Leider ist das Epische ist das Einzige, was ich bisher gefunden habe. Ich habe auch einen bereits schon identifizieren können. Für die Epischen braucht man einen Stufe 3 Smaragd. Und je nachdem, wie hoch die Stufe sind, sind die Smaragde natürlich auch teurer in der Herstellung. Und ach so, ich wollte euch noch kurz was zeigen. Das habe ich gestern gelesen. Hier. Hallo liebe Elfen, ich wollte euch zu einer Hochzeit einladen. Nach der Hochzeit von Ultra Freak und Rosa Findu könnt ihr die Schilder wieder abreißen. Aber jetzt zur Hochzeit. Am Samstag, den 23. um 18 Uhr findet die Hochzeit von Rosa Findu und Ultra Freak statt. Wir treffen uns um 18 Uhr am Wasserfall. Anschließend gehen wir in die Kirche und dann feiern wir. In der Taverne, es gibt Bier, Wein und Wodka. Alle vier Fraktionen sind eingeladen. An diesem Tag gibt es Frieden. Alle sind eingeladen. Bringt ein Geschenk mit. Mit freundlichen Grüßen, Ultra Freak. Okay, es wird also am Samstag eine Hochzeit geben. Und alle vier Fraktionen werden eingeladen sein. Offensichtlich ist das mit unserem König so abgesprochen. Es wird in diesem Tag Frieden geben. Und offensichtlich ist es eine Elfenhochzeit. Ich gehe mal stark davon aus, weil es hier bei den Elfen hängt. Es wäre aber ganz cool, wenn das dann natürlich auch nur bei den anderen Fraktionen irgendwie ankommt. Sprich, für den Fall, dass irgendwer aus den anderen Fraktionen das hier sehen sollte, gebt doch gerne an eure Kollegen weiter, dass es am Samstag eine Hochzeit geben wird. Das Schöne ist, ich habe am Samstag Frühdienst und kann das dann tatsächlich mitbekommen. Yay!
Okay, einmal ganz kurz. Ich habe einen epischen Gegenstand bereits identifiziert. Das kann ich euch dann jetzt hier einmal kurz zeigen. Ich habe hier meine Rüstungs- und Waffengedönsen. Ach, scheiße, ich habe das in der Endertruhe. Entschuldigung, solche Ausdrücke sollte man auf YouTube nicht verwenden. Aber dann werde ich auf jeden Fall den unidentifizierten Helm mal hier hinpacken. Ich habe auch, es gibt auch ganz normale Ausrüstung. Also es kommt auch vor, dass die Monster ganz, ganz simple Ausrüstung droppen. Und das Lustige ist, dann kommt immer von allen, oh, was ist das, was ist das, das ist weiß, was ist das? Und dann erklärt denen mal, dass das einfach ganz normale Ausrüstung ist, die nichts mit den Sets oder mit den besonderen Ausrüstungen zu tun hat, sondern dass das einfach nur umbenannte Eisenrüstung oder Dia-Rüstung ist. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Gerade bei den neuen, die ja irgendwie voll darauf sind, dass es hier diese ganz speziellen Items gibt, die immer von den Monstern droppen. Bei denen ist es ein bisschen schwierig, denen zu erklären, dass das einfach ganz normale Ausrüstung ist. Ganz simpel, ohne irgendwas, ohne einfach eine Verzauberung oder irgendeinen guten Zustand, schlechten Zustand, keine Ahnung. So, jetzt renne ich hier viel durch die Gegend und laber viel und habe wahrscheinlich auch schon wieder hoffnungslos überzogen, wie immer. Aber das ist mir jetzt Wurst. Das Problem ist, dass mein Haus relativ weit vom Spawn entfernt ist. Ich wünschte, ich könnte so Speedtränke oder sowas immer mal machen, dass ich hier nicht immer so weit rennen muss. Hier vorne bei unserem Lager gibt es eine Endertruhe. In die packe ich mal die ganzen Sachen rein, damit ich hier, wenn ich in die Außenposten schlachten gehe, gut ausgerüstet bin. Hier ist mein epischer Diamantbrustpanzer mit Schutz 2 und Haltbarkeit 2. Den habe ich aber selber verzaubert. Wo ist der? Hier. Der epische Gegenstand, die haben dann, auch wenn sie identifiziert sind, immer bestimmte Namen. Das hier ist zum Beispiel der Plattenharnisch des Kriegers. Ist leider in schlechtem Zustand, deswegen hat er nur Level 1 Verzauberungen drauf. Sprich, Schutz 1, Haltbarkeit 1, Schutzsicher 1. Ist jetzt nicht so das Wahre, aber es ist immerhin ein Brustpanzer aus Diamant. Und deshalb nicht schlecht. Und ein Verzauberter noch dazu, deshalb noch weniger schlecht. Keine Ahnung. So, jedenfalls wollte ich euch eigentlich noch gesagt haben, dass ich am Sonntag auf jeden Fall bei der Nexus-Schlacht dabei sein werde. Da ich Sonntag Frühdienst habe, werde ich es auf jeden Fall schaffen, um 16 Uhr online zu sein und dann dieses Mal auch endlich das erste Mal die Nexus-Schlacht aufzunehmen. Das Problem ist nur bei mir, dass ich nicht sehr gut im PvP bin und deshalb wahrscheinlich auch nicht sehr lange überleben werde. Ich hoffe einfach, dass ich es so ein bisschen mitverfolgen kann und dass ich so ein bisschen rauskriege, wie das Ganze am besten funktioniert. Und ja. Dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall am. Also, es kommt entweder am Sonntag noch oder am Montag spätestens wird es hochgeladen. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei den Videos vorbei. Schaut auch auf jeden Fall jetzt unten in die Videobeschreibung. Da sind wie immer wichtige Links drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.